Mein nächster Gast in der Sendung aus dem Publikum ist Hans-Jörg Liesebach. Ihr seid ja selber auch stolzer Bauer eigentlich, stört mich aber selber auch ein bisschen an genau solchen Müsterchen. Ja, das ist ja so. Ich bin Milchbauer und ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten 15 bis 20 Jahren die Hausaufgaben gemacht. Wir konnten unseren Betrieb erweitern und produzieren jetzt über 500'000 Kilo Milch. Tatsache ist aber, dass Direktzahlungen bei mir von der früheren Direktzahlung zu der AP 14 um 28'000 Franken abgegangen sind. Ebenfalls ist der Milchpreis gesunken, wo, wenn es 10 Rappen senkt, dann habe ich einen Einbuss von 50'000 Franken und in mir fehlen irgendwie 100'000 Franken, damit ich einigermaßen könnte investieren in die Milchwirtschaft. Wir haben investiert in Tierschutz, in Tierwohl, in die Fütterung. Wir haben eigentlich, ich darf das sagen, einen Top-Betrieb, so wie die Landwirtschaft und die Politik das gefordert hat. Und gleich sind wir jetzt an einem Ort angelangt, wo das einfach nicht mehr reicht. Und ich habe das Glück, dass ich zwei Söhne habe daheim, die einsteigen wollen. Aber sie haben vorhin die Löhne gezeigt, die hier noch möglich sind auf der Landwirtschaft. Und da fragen die sich natürlich, ob wir für 3'000 Franken da weiterarbeiten. Jawohl. Und wenn man eben solche Müsterli sieht, die eher absurd sind. Mit diesen Müsterli kann ich ein paar Franken holen. Im Kanton Luzern sind die Lattenzäune bekannt. Das geht vielleicht im Jahr 1'000 Franken. Wenn ich aber auf der anderen Seite 50'000 Franken am Milchpreis und 28'000 an der Direktzahlung verrühle, kann ich das also nicht kompensieren. Mit anderen Worten, Herr Liesebach, dir sagt eigentlich, da gibt es völlig falsche Anreize in diesem System, Herr Ritter.